Oh ja, da ist. Oh, oh, oh. Ah. Lara bewegt. Oh, ich hasse das. Warum friert Lara ein? Warum friert Lara immer ein, wenn ich das mache? So, und hier wird uns jetzt quasi nochmal hier die Wutanzeige erklärt. Und das Ding ist halt beim T-Rex halt, wenn sich die Wutanzeige vollkommen füllte, verliert er schneller hier Gesundheit. Ja, komm, komm, komm. Weil das Ding ist, hier man muss halt quasi den T-Rex in die Spikes locken, wie Labra euch sicherlich selber nochmal erklären kann. Ich muss den T-Rex dazu bringen, dass er sich selbst verletzt. Wenn ich die Schreibweise schon wieder sehe, da gehört bei T-Rex, da gehört kein Bindestrich hin, da gehört ein Punkt. Da gehört ein Punkt hin, da gehört kein Bindestrich hin. Bindestrich sage ich schon, Trennstrich, ich bin schon wieder völlig bescheuert. Ja, und das ist jetzt Problem. Jetzt muss ich langsam mal dieses Quicktime-Event wirklich meistern. Und hoffen, dass Lara nicht ständig in Luft einfriert, weil andernfalls bin ich hier wirklich geliefert. Warum friert Lara ein? Warum? Da. Und da haben wir's. Da haben wir's. Mitten in der Luft bleibt sie dann stehen und dann kommt nicht mehr. Ich sag nur so, als Kind am PC hätte ich diese Quicktime-Events halt auch nicht verstanden. Oder irgendwie time ich das falsch. Und da hatte ich irgendwie einen Bug, dass der T-Rex nur noch auf der Stelle stand und sich halt gar nicht mehr bewegen könnte. Da hatte ich gefühlt eine halbe Stunde quasi genauso wie jetzt nur noch mit den Pistolen auf den geballert. Bis er dann irgendwann mal einfach umgefallen ist. Alter, das hat Zeit beansprucht. An der für sich muss ich gleich sagen, dass der T-Rex hier in diesem Spiel rein gar nichts mit dem realen Tyrannosaurus Rex zu tun hat, weil er ist halt wesentlich größer. Halt anatomisch vollkommen inkorrekt, aber nein, meine Fresse. Es soll nicht historisch korrekt sein, es soll einfach ein geiler Gegner für einen Bosskampf sein. Zumindest wäre er das, wenn er sich mal da hinten befreien würde. Was ist das hier, Leute? Ich habe hier nur Bugs. Ich habe hier echt nur Bugs. Im Fall ein Problem ist, hier, er kommt dann nicht mal aus seinem Wutmodus raus, dadurch, dass er ja angreifen will, aber nicht kann, da er da hinten feststeckt. Da muss ich den jetzt extra. Moment. Ich hoffe mal, dass er jetzt so bleibt. Dann kann ich mir in der Zwischenzeit vielleicht mal die Umgebung angucken und die ganzen Dinger da hinten einsammeln. Gut. Einmal SMG. Bringt mir jetzt zwar noch nichts, aber naja. Na komm, Rexy, das darf nicht wahr sein, weil das Problem ist, wenn er sich jetzt wirklich festpackt. Ich spreche aus Erfahrung, ich weiß, wie lange es braucht, dieses Vieh zu besiegen, wenn du das Quicktime-Event nicht meisterst. Oh, ich will jetzt nicht nochmal cutten. Okay, dann provozieren wir mal ein bisschen. Na los, komm her. Gut. Na, immerhin, er ist frei. Immerhin, er ist frei und ich. Und ich eigentlich. Oh, Scheiße. Lara, beweg dich. Und da, Lara, nicht einfrieren. Nicht einfrieren, Lara! Seht ihr das? Seht ihr das, wie die einfach stehen bleibt? Provokant wie sie ist, bleibt die stehen und. Lara! Ich mach das nicht. Ich bin das nicht. Ey, Scheiße, das wird mir doch richtig schwer in den Arsch beißen, diesem Let's Play. Ey, wenn die einfach immer mitten in der Bewegung stehen bleibt, das ist. Das ist. Ja. Ja. Oh, das ist jetzt nicht wahr, oder? Komm, Leute. Ja. Ah, das ist wieder. Zu spät. Man muss einfach den richtigen Zeitpunkt erwischen, wie dieses Vieh. Na, wie diese Attacke zu kontern. Ja, es ist wieder zu früh. Ja, und jetzt hoffentlich klappt's jetzt. Rexy, komm. Da ist doch nichts, was sie behindern könnte. Meine, wo bleibt der denn stecken? Da ist doch nichts, wo er eigentlich hängen bleiben könnte, oder?
Oder sehe ich da jetzt irgendwas vollkommen falsch? Das ist echt. Wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Ich berühre den Controller gerade nicht. Ich werde jetzt einfach, ohne das Spiel zu unterbrechen, mal kurz meine Flasche Wolwig-Schuss die Sommerfrüchte öffnen. Und mir entspannt, wie ich bin, erstmal einen Schluck zu trinken gönnen. Als wenn er da hinten tanzen würde. So. Das Problem ist halt einfach mal angenommen, er tötet mich jetzt, weil ich ja nichts mehr habe, womit ich mich teile. Dann wird sich dieser Bosskampf endlos lange entziehen. Nein. Oh, fuck. Oh. Oh, Scheiße. Okay, gut, so Dank, da kam ich gerade wirklich nicht mehr weg. Ich stelle mich einfach. Entweder scheitert es daran, dass ich mich glatt anstelle oder dass Maxi festgebackt ist. Komm, hierher. Hierher. Put. Ey, ich stelle mich echt zu blöd an. Das darf nicht wahr sein. Komm. Es ist. Lauft doch mal zu mir und nicht gegen die Wand. Was habt ihr in diesem Spiel alle mit euren Wänden? Was ist das mit Gegnern in diesem Spiel, die gegen Wände rennen? Komm her. Boah, das darf nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Komm her. Das ist nicht wahr, Leute. Das kann und darf einfach nicht wahr sein. Ist jemand da nicht, dass er da voll festhängt, wo ich mir erstmal das Medikit, was da liegt. Und wehe, du befreist dich jetzt. Und das ist gar kein Medikit, das ist auch SMG-Modi. Schön. Schön, dass ich mit allem zugeballert werde, außer mit dem, was ich brauche. So, komm her. Ja, ganz ehrlich, Leute, es ist so. Oh, wieder zu früh. Vielleicht erwartet der Spieler tatsächlich, dass ich die Pfeiltasten drücke. Ich werde das jetzt einfach mal ausprobieren. Ob es mit dem. Ob das Spiel erwartet, dass ich tatsächlich die Pfeiltasten drücke und nicht den Analogstick. Nein, das ist es auch nicht. Ah, Leute, okay, wenn es noch so lange weitergeht, würde ich an der Stelle wirklich nochmal einen Cut machen, denn. Boah, Alter, Lara, dieses Einfrieren geht mir auf den Sack. Dieses Einfrieren geht mir so auf den Sack, Leute. Das könnt ihr mir gar nicht glauben, wie sehr mir das auf den Sack geht, wenn die sich nicht bewegt. Wo ist der festgebackt? Woran backt er sich fest? Das ist eine freie Fläche. Wie kann man sich auf einer freien Fläche festbacken? Komm. Das Problem ist einfach mal, im Herausforderungsmodus wäre das doch kein Problem. Wenn er sich da festbacken würde, dann hätte ich einfach Schrotflinte, SMG und sonst was, mit dem ich auch sehr viel schneller den Chaos machen könnte. Aber ich habe nur die Pistolen. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als das Spiel einfach so. Einfach so stundenlang zu beschießen. Na, okay, Pfeiltasten bringen wirklich nicht. Entweder springe ich zu früh ab oder zu spät. Irgendwas mache ich immer falsch. Okay, langsam geht's mir auf den Sack. Langsam geht's mir wirklich auf den Sack.
Alter, ich hab's jetzt noch nicht einmal geschafft hier im Flug. Ey, mal. Oh, ja, ja. Ey. Ja, zu schimmern, ich jetzt. Wenn ich das Spiel so austricksen könnte, dass er. Dass ich irgendwie jetzt so diesen Konter-Move machen könnte, während er da hinten festgebackt ist. Was aber nicht passiert. Alter, das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr, Leute. Okay, wisst ihr was? Bevor wir uns da noch jetzt großartig länger drumherum ärgern, mache ich an der Stelle einfach mal einen Cut, bis ich ihn besiegt habe. Dann würde ich sagen, bis gleich. Also gut, jetzt geht's los. Eine Stunde später. Nur noch ein paar Sekunden mentaler Vorbereitung. Zwei Stunden später. Ich stehe kurz vor dem Beginn. Drei Stunden später. Denkst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder aus. Kein Problem. Okay, Leute, hier sind wir wieder. Und wie ihr seht, alle vier Strukturen sind nach wie vor intakt. Ich musste das machen. Es sind nur drei Strukturen. Ich musste das machen, was ich eigentlich nicht machen wollte. Der T-Rex hat sich so dermaßen festgemacht, dass ich gar nicht mal die Chance dazu hatte, dieses Quicktime-Event zu nutzen. Also muss ich einfach nur auf der Stelle stehen und die so einfach eiskalt erschießen. Das ist so zeitaufwendig und geht so auf den Sack, aber was soll ich machen? Ganz ehrlich, was soll ich machen? Wenn das Quicktime-Event kommt, meistens verkacke ich es, bislang habe ich es ja immer verkackt. Da muss ich erstmal noch hinterkommen, wie das genaue Timing ist, aber. So, jetzt aber. Jetzt aber. Komm her, Freundchen. Alter Falter. Okay, das machen wir nicht nochmal, Leute. Das machen wir nicht nochmal so bald. Ey, wie ich das hasse. Ich das hasse, meine. Die ersten paar Male kann es ja schön und gut lustig sein, aber wenn es quasi dazu ausartet, dass sich Bosskämpfe so dermaßen in die Länge ziehen, dass einfach nur wegen Bugs, dann kann es schon auf den Sack gehen. Im Endeffekt, der T-Rex ist ja auch ein klassischer Gegner der Tomb Raider-Reihe, also der war wirklich seit dem ersten Teil mit dabei. Gut, logisch, weil das hier ja auch ein Remake von Teil 1 ist. Und seitdem in Tomb Raider 2 und 3 war, glaube ich, so als Easter Egg Gegner vertreten, die man finden muss. Okay, der ist auch wieder halb, ach, Schnauze, halb Programm, weil in der PS3-Version war es so, dass quasi das aufgeklaffte Maul halt genau auf dem Boden lag. Hier ist er auch so halb in der Erde eingetunkt. Und ich glaube, in Tomb Raider 3 war das, hatte ich irgendwo mal gelesen, dass da halt in Croft Manor, also quasi in Lara Crofts Villa, halt auch ein T-Rex-Schädel irgendwo ausgestellt ist. Das sieht so bescheuert aus, wie er da mit dem Kopf drin hängt, aber ist egal. Ich bin froh, dass ich einfach nur diesen Bosskampf hinter mir habe. Ja, und nicht alles nur wegen scheiß Zahnrad. Müsste ich mal überlegen, hier Lara Croft tötet einfach mal. Jemand für vielleicht letzten Dinosaurier auf Erden für ein Zahnrad. Müsste ich auch mal so durch den Kopf gehen lassen. Okay, dann gucken wir erstmal, wo das hier alles hinführt. Der Ausgang hier sieht mir schon wieder zu Hauptstory-mäßig aus. Ich gehe mal lieber gucken, ob es anderswo noch was gibt, wo ich rein kann. Vielleicht auf der anderen Seite? Okay, mal gucken. Nein, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Okay, dann kann ich nur da lang. So. Ding ist, ich glaube, ich werde die Aufnahme auch gleich mal pausieren. Jetzt ein einziger kleines Nebengrund, weil hier
Ich schätze einfach mal, dass ich die 4K-Aufnahme von Tales from the Borderlands in Jurassic Park hätte nutzen können, wenn ich einfach mal zwischendurch die Aufnahme unterbrochen hätte. Und ich habe irgendwie auch wenn ich jetzt ja nur in Full HD aufnehme, habe ich irgendwie die Befürchtung, dass es das vielleicht wieder passieren könnte. Unwahrscheinlich, aber kann passieren. Wer weiß, wissen wir nicht, wenn ich hier aus dem Gebiet raus bin, die Aufnahme erst unterbrechen und dann gleich danach wieder fortführen. Damit ich dann ja wenigstens auf Nummer sicher gehe, dass ich die Aufnahme nicht auch noch in die Tonne schmeißen kann. Gut, was heißt in die Tonne schmeißen? Ich weiß noch nicht, ob ich die anderen noch irgendwie retten kann, aber... Lara, komm. Jetzt springt... Lara hat... Irgendwie hat Lara ein Problem mit mir, habe ich so das Gefühl. Jetzt springt sie nicht, jetzt plallt sie da wieder ab. Ja, die Aufnahme ist hier heute wieder echt von Bugs gekennzeichnet. Das ist wieder so, wieder ein Callback auf die gute alte All-for-One-Zeit, wenn auch nun wirklich kein Vergleich zum All-for-One. Komm, Lara, dreh dich. Gut, dreh dich. Guck nach hinten. Da sind Süßigkeiten. Und nach hinten gucken. Lara. Die springt. Die Alte hat ein Problem mit mir. Die springt nicht. Jetzt aber. Oh. Tatsächlich, was soll ich dazu noch sagen? Es erscheint schon Kontrollpunkt und wo bin ich? Zack, gleich wieder unten. Gut, okay, und noch. Kasse, dass sie springt nicht nach. Jetzt haben wir es aber. Ja, das ist auch schon auf der PS3, dass ich irgendwie mal runtergeguckt hatte, dann war der T-Rex nicht mal da. Und wenn man runtergefallen ist und irgendwie, bevor ich aufgekommen bin, dass ich das überlebt hatte, dann war der T-Rex da, wieder als Boss, aber ohne Helfanzeige. Das heißt, du konntest ihn halt nicht mehr besiegen. Du konntest ihn quasi noch in den Rage-Modus bringen, aber nicht mehr besiegen. Und dann war das halt quasi dein sicheres Todesurteil. Okay, da geht's denn nicht hoch? Dann nehmen wir mal. Hier ist Magic. Hier ist eine Magic Wall. Schluckauf meldet sich wieder. Okay, es geht wieder. Sie sieht doch echt idyllisch aus. Hier, man sieht da hinten der ganze verschneite Himalaya. Und hier ist auf einmal so alles grün und saftig. Aus der Pose, so sieht der T-Rex irgendwie total fett aus, wie mich findet. Das ist so eine unglückliche Pose, die er da liegt. Oh, Alter. Das ist ja heute wieder echt was. Bug after Bug after Bug. Gut, Lava, schön festhalten. Denk dran, Bäume sind Freunde. Immer so die Befürchtung, dass ich irgendwie Reliquien auslasse. Das ist ohne einen. Lara, nicht schon wieder. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Lara, komm. Komm. Puh, Alter, ich hatte jetzt aber gerade schon wieder Vietnam-Flashbacks hier. Hui. Gut, okay, da unten kann ich wieder runter. Ich gucke immer so neugierig, ob der T-Rex immer noch da ist. Weil seitdem ich, wie gesagt, diesen Bug hat auf der PS3, überlasse ich dann nichts mehr dem Zufall. Nicht, dass ich hier runterfliege und dann auf einmal hörst du nur, wie die Bossmusik wieder losgeht und dann haben wir halt Problem. Fake ist immer gut.